Ich einen Schluck vom Kaffee, du einen Schluck vom Tee. Und jawohl. So. Da kannst du zwar abnehmen, aber ein bisschen offen. Bravo. So, gut. Dann haben wir die Gesicht noch. Wir sind es. Sehr gut. So. Alles ready? Yes. Feel Good Podcast mit dem Philipp Fankhauser. Eine grosse Ehre. Vielen, vielen Dank bist du da. I feel good. Jetzt schon? Ja, ich freue mich sehr. Sehr gut, sehr gut. Aber du hast dich schon gut gefühlt, bevor du gekommen bist. Ja, es war wirklich eine relativ spannende Anreise für euch. Und ja, das hat mich wirklich gut drauf gebracht. Dann ist gut, dann ist gut. Also wenn man das Positive sieht von dieser Anreise. Oder zumindest positiv darüber redet. Aber ich habe gemerkt, das ist bei dir auch ein bisschen ein Mantra geworden. Dass man positiv über Sachen redet und durch das auch positiver durchs Leben geht. Ja, also das wär sehr schön, wenn es so wäre. Nein, ich versuche in Öffentlichkeit und privat so ein bisschen zu trennen von meinen Ausbrüchen. Also ich kann durchaus über etwas sehr negativ, sehr positiv reden und daheim denke ich nachher. Wirklich? Also ich könnte jetzt zum Beispiel über dich sehr negativ reden und daheim denken, der Joel ist einfach schon toll. Oder umgekehrt. Eben, das bringt dir dann auch nicht viel. Ja. Aber das hast du bis jetzt immer angekriegt. Nein, das bringe ich tatsächlich nicht immer her. Ich bin eigentlich von Natur aus und übrigens auch sehr gerne ein Schandmaul. Und tue schon zwischendurch gerne meine Meinung unverblümt kommt. Und das ist auf der Bühne manchmal nicht ideal, weil man halt zum Teil Gefühl verletzt. Oder man das Gefühl hat, das gehört jetzt irgendwie nicht her. Also ich habe irgendwie plötzlich so eine Eingabe, dann kommt mir etwas in Sinn und dann sage ich das dem Publikum. Und viele finden es lustig und viele finden es oftmals nicht lustig. Ich finde es eigentlich immer lustig, natürlich. Und, aber ja, ich versuche mich zwischendurch schon. Ich habe mich einmal mockiert, dass wir ein Konzert hatte, an der Lenk, also zuhinterst hinten, oberhalb Spiez. Und wir sind von Thun bis an die Lenk bin ich gefahren und es hat gefühlt die 4,5 Millionen SVP-Welt, ich darf jetzt den Namen nicht sagen, in den Ständerat und im besten Fall in 2,7,1 Philipp Fankhauser Plakat. Und das habe ich natürlich sofort ausrufen und dann ist die SVP-Leitung per E-Mail an mich gelangt und hat das so gesagt, wirklich? Ganz furchtbar und ganz boshaft und überhaupt. Und ich habe mich da Asche auf mein Haupt gestreut und habe nie mehr etwas so gesagt. Ja, da sehe ich natürlich schon die Parallele zum Komiker, der eigentlich auch immer will sagen oder immer sagt, was er will sagen und für das dann aber zum Teil auch eben, vielleicht, das ist eigentlich nicht das Ziel, jemanden zu verletzen, aber wenn man auf jede und jeden im Publikum würde wollen Rücksicht nehmen mit jedem einzelnen Schicksal und jeder einzelnen Geschichte, wo dann eben vielleicht ein Spruch in die Richtung, jemandem kann zu viel sein, aber alle anderen 37 in die andere Richtung sind super gesehen. Ja. Wenn du das alles würdest Rücksicht nehmen, dann könntest du eigentlich gar nicht gross reden. So. Ja, das ist natürlich so. Aber ich habe natürlich den Vorteil, dass ich muss als Musiker nicht komisch sein muss. Ja. Aber ich bin eigentlich komisch. Du als Komiker musst ja komisch sein. Und das stelle ich mir anstrengend vor, weil du hast ja das ist ja wie die zentrale Aufgabe und wenn man komisch sein will, ist man oftmals nicht komisch, weil man merkt, er will komisch sein und ist jetzt nicht komisch. Das ist vor allem am Anfang also, so. Das ist vor allem am Anfang so. Ja. Dort ist man privat ist man hoffentlich schon lustig oder die Leute haben das Gefühl, man ist lustig. Ja. Und dann probiert man das auf der Bühne und das ist eine komplett andere Disziplin. Also privat lustig sein heisst noch nicht auf der Bühne lustig sein. Und dann geht es eigentlich darum, irgendwie ich nenne es immer die Essenz vom Lustigsein, möglichst gut zu transportieren. Und ich nehme an, in der Musik ist das ja ähnlich für dich, wenn du, keine Ahnung, wenn dir irgendwie ein Riff
gelingt, dann ist das Ziel, dass du den möglichst unverblümt an die Menschen dann kannst bringen. Weil sonst ist er ja nur für dich so erlebt. Toll gesehen. Das ist wahnsinnig esoterisch jetzt gerade. Aber ich verstehe es. Ich glaube, ich verstehe. Es war relativ komisch gewesen. Ja, es ist wahrscheinlich sehr komisch formuliert gewesen. Aber was natürlich schon ist, es ist in der Musik insofern, wenn du sagst, wenn du privat komisch oder lustig bist oder unterhaltend, das ist natürlich auch eine Sache in der Musik, die oftmals passiert. Ich habe einen Nebenjob gehabt im Schweizer Fernsehen bei The Voice. Yeah. Und da sind halt schon sehr viele gekommen, die sich singen können, die aus dem Grund, sie kann singen, weil ihre nächsten Verwandten gesagt haben, du kannst singen. Mhm. Und ich finde eigentlich das Kriterium, ob du kannst singen, kann nur von dir selber kommen. Also das musst du wie du können entscheiden und sagen, jawohl, ich kann es oder jawohl, vor allem jawohl, ich kann es nicht. Das sind ja mehr, die es nicht können, als dass es können. Und ich glaube, eben wenn deine Grossmutter sagt, Joel, du bist ja so lustig, heisst das für dich nicht, jetzt aber habe ich meinen neuen Job. Oder? Das ist so. Ja, also das ist bei Musik sicher nicht anders. Und darum hat es halt viel Musik da draussen, die man eigentlich nicht unbedingt muss hören. Ja, über das habe ich im vorletzten Podcast haben wir lange darüber geredet. Ich glaube, ein Teil davon ist effektiv mittlerweile ein Hitradio, wo Musik kreiert für Menschen, die sich eigentlich nicht für Musik interessieren. Mhm. Weil es einfach darum geht, man muss irgendwie halt noch probieren, etwas zu verkaufen. Mhm. Und es gibt zum Glück viele Menschen, die sich für bestimmte Bereiche von der Musik interessieren. Und die Geschmäcker sind verschieden. Und wenn jemand gerne Blues hört, dann wird die Name sicher auch auftauchen. Und dann gibt es aber halt noch einen Teil von Menschen, die eben nicht aktiv sich für Musik interessiert. Und bei denen kann man vielleicht noch ein bisschen etwas holen. Indem man denen halt auf Zeit 15 Mal am Tag, das ist ein Hit, das ist ein Hit. Und irgendwann sind sie, keine Ahnung, am Einkaufen und hören es nochmal. Und irgendwann sind sie in einer Bar oder in der Ferien und hören es nochmal. Und dann fühlen sie es auch verbinden mit dem Erlebnis. Und dann sagen sie, super, das Lied muss ich jetzt auch sonst hören. Du müsstest unbedingt sofort ins Musikmanagement einsteigen. Ich habe lange ein Hitradio geschafft. Ah, in welchem? Energy. Das haben wir mal ach, das stimmt, das war Energy gewesen. Aber ja. hat das denn nicht noch Radio Z geheissen? Nein. Ist es doch schon? Ich bin von der Basler Seite gekommen. Das ist Energy hat es schon gegeben und danach hat es Radio Basel, wie es geheißen hat. Radio Basel. Ist dann übernommen worden von Energy und hat einen Ableger gemacht zu Basel. Das hat nichts mit Basilisk zu tun? Nein, sondern es ist quasi die Konkurrenzfrequenz. Ja. Das ist wahnsinnig. Gut, das ist wahnsinnig kompliziert worden, respektive halt, weil es so einheitlich ist, ist es wie klar. Es ist eigentlich wie klarer heute. Es gibt eigentlich noch so die eine Landschaft. Im Radiobereich, ja, meinst du? Ja, das ist sehr schade. Ja, aber eben, es ist die Erweiterung von dem ist ja eigentlich alle die Streaming-Plattformen, die eigentlich auf ein neues Radio kreieren, ohne Moderation. Wo halt einfach irgendeine Playlist und dann hat irgendein Algorithmus und dann wird der komischerweise, auch wenn du einen ganz tollen Algorithmus hast, wird dir trotzdem ab und zu eben einen von diesen Hits. Ich habe keinen Algorithmus. Ich weiß nicht, wie man es schreibt, aber ich habe keinen. Also müsste man das vielleicht... Du bist ja nicht bei einem Streaming-Anbieter, du hast kein Abo oder so. Mal, ich tue verwerflicherweise, habe ich ein, ich sage immer Spotify, aber es heisst eben, glaube ich, schon Spotify. Mhm, ja. Ich habe so ein Abo, also ja, einerseits habe ich einen sogenannten Artist-Account. Ja. Und habe aber auch als privater User ein Konto, einfach weil ich als User ist es etwas Fantastisches, abgesehen davon, dass einfach die Qualität und der Genuss vom Hören überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist natürlich sehr schade. Hat aber auch den Vorteil, dass wir eben noch trotzdem, und ich höre immer wieder, ja, der CD-Markt ist total kaputt. Und das stimmt nicht. Es werden immer noch zigtausende, zehntausende, hunderttausende CDs und vor allem auch wieder LPs, sogar Kassetten machen, wieder Kassetten verkauft. Weil es einfach, wie du hast gesagt, es gibt einen gewissen
Pool an Leuten, die nicht die Masse wollen, sondern die einfach wollen Platten auflegen, Nadeln drauf tun, eine Sitze, Musik hören. Da gehöre ich dazu. Und da gehörst du auch dazu. Yeah. Also, und darum ist ehrlich, Spotify ist, wie soll ich sagen, ist, oder Apple Music mal etwas Praktisches sein für meistens für mich, eigentlich, wenn ich etwas suche oder in etwas geht, muss gehen hören. Oder, aber ich tue nicht nie einfach so streamen und nachher läuft es mit Algorithmen. Darum hast du keinen Algorithmus. Genau, das ist wahrscheinlich so. Ja. Aber eben, dort sehe ich den grossen Unterschied, weil der Algorithmus kann für dich eben auch ein Radiosender sein. Und das bewusste Musiklose, wenn ich es dann mache, ist dann eben sehr gern mit einer Platte. Und da hörst du vor allem Philipp Vankhaus natürlich. Ja, deine ist ja noch nicht draußen. Deine ja, das stimmt. Remastered. Das stimmt. Wir haben. Oder die Firma, die jetzt wieder in der Schweiz Vinyl wird pressen, hat die Maschine noch nicht bekommen. Die sitzt in Kanada und wartet auf welche Teile. Die sind jetzt, glaube ich, gekommen. Also Corona-bedingt sind die Teile irgendwo bestecken in einem Container. Und jetzt wird aber der neue Hof wieder die Maschine installiert und werden wir tatsächlich die Ersten sein, die nach fast 20 Jahren in der Schweiz wieder wirklich Vinyl pressen. Effektiv selber quasi in der Schweiz. Ja. 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 Weil, was habe ich mal gelesen? Wahrscheinlich sind es jetzt eben mittlerweile wieder mehr, aber eine Zeit lang hat es eigentlich nur noch zwei so Vinyl-Pressmaschinen gegeben. Firmen, glaube ich. Also Firmen. Also so, ich weiss von einer Firma in Deutschland und ich weiss von einer in Tschechien, die 7,24 produziert. Also wirklich 7 Tage, 3 Schichten, 24 Stunden. Da ist ein Dokument, ein Doktor gelaufen. Und da kann man also wirklich sattelzugweise Vinyl und sattelzugweise presst die Platte aus. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr eindruckend. Und habe ich gesagt, sehr eindruckend. Hast du gesagt? Aber ist okay. Ja, ist okay. Wort. Sehr eindruckend. Ja. Und passt vor allem zu Vinyl. Und in Deutschland hat man, glaube ich, letztes Jahr 90'000 neue Plattenspieler verkauft. Ja, eben, das ist schon ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Was ich aber spannend gefunden habe in diesem Artikel, ist gesehen, dass dort vor allem gestanden ist, die beiden Firmen in diesem Fall, haben wunderbar können produzieren für eben einen kleinen Nischenmarkt, hauptsächlich elektronisch und noch ein bisschen Hip-Hop. Ja. Und danach sind im Zeichen von der, in der Zeit von der Piraterie, sind dann die Plattenfirmen gekommen und haben gesagt, shit, was machen wir? Wir müssen irgendwie wieder Nostalgie führen holen. Sehr innovativ, oder? Ja, nachdem sie den Leuten gesagt haben, Vinyl ist scheiße, kaufen alle CDs, haben sie nachher gesagt, CDs gibt es ja nicht mehr und Piraterie ist auch scheiße, aber Vinyl, das ist doch toll, oder? Aber schau mal, in den 80er Jahren hat Mädchen und Buben Jeans bis da aufgezogen. Oder? Und nachher hat man nicht gewusst, wie viel Schambein das man zeigen und jetzt ziehen sie es wieder bis da auf. Es ist in den 80er wüst, es ist heute noch wüst. Also, eigentlich ändert sich nichts. Es wiederholt sich. Genau. Gesicht wiederholt sich immer. Ja. Aber du bist eigentlich für mich ein Paradebeispiel für jemanden, wo nicht mit den kurzzeitigen Trends irgendwie probiert mitzuschwingen. So. Ich würde schon gerne. Wirklich? Aber ich kann nicht, weil ich begreife es nicht. Ich verstehe es nicht. Also, es ist wirklich jetzt, wir sind unter uns. Yeah. Es ist wirklich, ich gebe das nicht gerne zu, aber ich habe wirklich eigentlich nicht sehr eine grosse Ahnung oder auch nicht ein sehr grosses Interesse, was in der grossen, weiten Musikwelt jetzt alles hip könnte sein oder hip könnte werden. Aber eben, dann willst du doch nicht unbedingt, wenn du nicht das Interesse hast. Das ist es so. Yeah. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Das Problem ist natürlich auch, dass ich wahrscheinlich außer dem, wo ich glaube einigermaßen gut kann, also die Soul Blues Musik. Ich weiß nicht, was ich sonst noch eigentlich könnte. Also, ich habe keine Gesangsausbildung und ich habe keine Tanzschritte unbedingt. Also, das ist alles, das müsste ich alles wie können liefern und bin wahrscheinlich auch eine Woche zahlt unterdessen, für jetzt irgendwie noch versuchen. Das ist wirklich schön gewesen eigentlich in meinem Leben. Wir haben nie irgend etwas gesucht, sondern immer so fernab von all diesen
Bewegungen haben wir einfach gemacht, was wir machen. Und dann kommst du so wie in eine Welle rein, wo manchmal nimmst du einfach mit und dann bist du wieder ein bisschen unter, weißt, bist wieder ein bisschen unter Wasser im Moment, so yeah. Schön, leicht unter der Oberfläche. Und nachher, es sind eigentlich die Strömungen, die uns verwünschen. Mhm. Weißt du, jetzt, was? Blues? Super hip, oder? Yeah. Alles ganz hip. Und 3 Wochen später sind sie wieder bei etwas anderem. Aber es hat die Welle verwünscht. Also insofern ist es, glaube ich, besser als ein lieber Freund von mir, der Musiker ist, der seit Jahrzehnten versucht, den Trend zu finden und ist immer ein paar Wochen hinten drin. Das ist einfach frustrierend. Ja, gut, also zum Beispiel der Elton John, der haut jetzt nochmal alles raus mit allen angesagten Künstlerinnen und Künstlern, die momentan irgendetwas machen und dort remixen und Zeugs und Sachen. Ja, aber ich glaube, der Elton John ist allzeit von jeder Kritik. Der Elton John darf wirklich machen, was er will. Mhm. Also da habe ich jetzt... Da wollte ich von niemandem eher noch einen Gax hören, dass er sagt, was macht er jetzt da, das finden wir jetzt nicht. Das Nein, eben, der macht er alles. Er ist mir vogelfrei, der kann jetzt wirklich machen, was er will. Yeah. Das ist, ich meine, wer hat, neben vielleicht die Bee Gees, haben vielleicht noch famosere Songs geschrieben als zu Elton John, und vielleicht noch die Beatles, und er hat sich dann, glaube ich. Yeah. Also der hat das Ganze, Rest, glaube ich, ziemlich einpacken. Also da wird die der... Bob da, Dylan, ja, gut, nicht also so. Das ist auch ein Jammer. Nein, das ist so. Ich habe vor ein paar Jahren, das ist sicher 10, 15 Jahre her, bin ich eingeladen von Sony Music im Hallenstadion. Ich meine, Bob Dylan, da brichst du vor Ehrfurcht zusammen, wenn du überhaupt schon noch im gleichen Raum bist. Mhm. Und dann ist er reingekommen und der Song und das Licht weg und das Licht wieder an und nochmal ein Song und das Licht wieder weg und nochmal ein Song. Und nach dem 4. Song hat so mein Kollege gesagt, komm, wir gehen ausgang. Einfach. Wirklich? Einfach hat es immer mal wenigstens einen guten Abend miteinander oder sonst kiss mehr. Aha, so, ja. Ja, einfach gefunden, du, also so legendär kannst du jetzt nicht sein. Also da habe ich dann lieber, zur ähnlichen Zeit haben wir ja im Vorprogramm gespielt vom Elton John, hat er damals noch AVO Session, Balois Session. Und das ist, er hat es wie nicht nötig, unfreundlich zu sein. Yeah. Ja, der Elton John ist grossartig. Yeah. Aber klar, gehört ja zur Familie, muss man erwähnen. Das ist so. Aber wegen diesen Trends, wie du gesagt hast, das finde ich faszinierend. Ab und zu ist man dann ein bisschen unter Wasser, also unter der Oberfläche und dann kommt es auf einmal wieder. Dass man sich dann nie vom Weg abbringen lässt, das finde ich extrem, für mich jetzt zum Beispiel, motivierend. Weil einfach, es gibt Möglichkeiten, das finde ich das Schöne. Der Beweis ist da, es gibt Möglichkeiten, dass man einfach eben sein eigenes Ding machen kann und dass es trotzdem funktioniert. Ja, ich glaube, es hat etwas zu tun mit, was ist die Alternative? Mhm. Also, weißt du, was ich vorhin gesagt habe, von dem lieben Freund von mir, der den Trends nachher hechtet. Er kann das. Weißt du, kompositorisch oder von der Fähigkeit her oder von der Musik her. Oder wenn du eigentlich in der Lage bist, ich finde das auch noch spannend, wenn du sagst, ich mache jetzt das und es macht mir jetzt Spass. Und jetzt ist natürlich die Frage von der Motivation, warum machst du jetzt etwas anderes? Ja. Machst du jetzt etwas anderes, weil das nicht funktioniert oder verzettelst du dich? Ich sage es nochmal, ich kann das nicht. Also bei mir ist entweder mache ich das oder ich werde Hundepfleger. Also weißt du, irgendwo, vielleicht könnte ich noch Stand-up-Comedian werden, aber wenn nachher muss komisch sein, wird es sicher ganz peinlich. Ja. Yeah. Aber ich habe wie keine Alternative zu dem, was ich mache. Und es hat ein paar Mal gegeben, wo ich gesagt habe, komm, jetzt einfach blaset mir in die Schuhe. Also, jetzt mache ich nicht mehr. Weißt du, irgendwie so mit meinem... versucht irgendwie mir das vorzustellen, ein Leben zu haben, ohne Musik und sonst etwas machen. Und das ist dann mindestens nach einer Woche, zwei ist das verflogen und einfach musst aufstehen und musst einfach weitermachen. Wie lange machst du, was du machst jetzt? Stand-up mache ich seit 8 Jahren. Also, so. Dann habe ich 3 Jahre vorher, habe ich so ein bisschen so eine Live-Talk-Comedy-Show gemacht. So, also, kann ich mich gut erinnern an das.
Darum, so quasi, wenn es in die Richtung, wenn es in die Richtung geht, würde ich sagen, sicher 8 Jahre. Ja. Also, du musst machen, was du musst machen. Absolut. Eben, also. Und ich sehe eben, ich sehe eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Ja. Und zwar im positiven Sinn. Also ich finde das immer so, Leute wollen sich ja immer alle möglichen Türen offen behalten. Sie wollen immer noch einen Fuß da rein haben und irgendwie, ja weißt du, dann schaffe ich noch 5% dort und weil man weiß ja nie, was passiert. Ja. Und haben dann immer so, die haben dann immer so ein bisschen einen leichten Schock, wenn sie merken, aha, der macht jetzt wahrscheinlich wirklich nichts anders. Und der hat sich auch nicht überlegt, was er anders würde oder könnte machen. Könnte, ist wahrscheinlich, genau. Ist wahrscheinlich das Thema. Und das finden sie dann immer so schockierend und ich finde das etwas Befreiendes. Weil es ist, eben, ich aber ich du hast gar nicht schlaflose Nächte gehabt. Ja. Also mega das nicht. Aber ich habe nicht, ich zum Beispiel... Du kommst aus reicher Familie. Was? Das war nicht. Das stimmt war... das nicht? Nein. Von wo hast du das? Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist... das ist einfach sehr gut tönt. Altdeutscher Adel, aber komplett verarmt. Also oh je. Dort ist nichts übrig. Hast du noch Ländereien, die du musst zahlen? Zum Glück nicht. Eben, anscheinend, ich muss mal nachfragen, ob das wirklich stimmt, anscheinend hat mein Großvater hat mir bis, weißt du was, 1954 oder so, hat er können Anspruch erheben auf etwas in Brandenburg. Und das hat er zum Glück nicht gemacht, weil sonst wären wir wahrscheinlich jetzt nicht verarmt, sondern verschuldet. Oder vielleicht würde er heute Bayern gehören. Wäre auch nicht schön, oder? Joel von Bayern. Ja, stell dir vor. Sondern ich finde das eigentlich etwas Befreiendes. Und die Existenzängste habe ich zum Glück noch nie groß gehabt. Ich merke... Gut, du bist ein junger Mann. Eben, ich merke mit den Jahren, wo jetzt langsam gekommen sind, und nicht wegen Covid, sondern grundsätzlich, wenn man mal dann ein bisschen Geld hat, dann fehlen auf einmal die Existenzängste an. Ja. Extrem faszinierend, ja, weil wenn man keins hat, dann macht man sich auch nicht Sorgen und dann hat man mal ein bisschen, du, aber das wird jetzt nicht verlieren. Also gut, gell? Also das kann man natürlich, oder so eine Aussage kann man natürlich fast nur eigentlich in unserem Land machen, wo du einfach weisst, schlussendlich wirst du nicht auf der Gasse landen. Also ja, sie sagen, wenn du in Louisiana wohnst oder in Mississippi wohnst und kein Geld hast und vielleicht noch schwarz bist, sieht ja alles ganz anders aus. Aber ja, das stimmt schon. Das Problem ist, irgendwann, es wird, oder, ich mache es jetzt seit 35 Jahren, also ich bin 57 und habe mit 11 entschieden, ich werde Bluesmusiker. Und irgendwann ist, ja, es gibt ja so gewisse Wiederholungen, weißt du, wo du sagst, oh, jetzt bin ich schon wieder dort spielen, oder bist schon wieder das, oder wann kommt denn der nächste Schritt? Weißt, das habe ich jetzt schon, ja. Eben, oder? Du hast jetzt auch in den 8 Jahren, bist jetzt hier 4-mal in diesem einen Club gewesen und denkst, ich werde lieber mal in den, oder? Wer bringt mich, weißt du, oder es gibt immer mal ein nächstes Level. Ja. Und da muss man wie einfach geduldig sein und warten. Ja. Oder? Und eben nicht, ich glaube, es braucht die richtigen Entscheidungen oder Sachen zu machen oder nicht. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal, ich gehe davon aus, wenn man mich hat gefragt, am letzten Samstag an der SWR Schlagernacht aufzutreten, hat meine Band und mein Management einfach unter vehementesten Androhungen von Tod und Teufel mir das verboten. Und ich hätte das auch nicht wollen, aber das hat meine Karriere, kannst du dir mal vorstellen. Ja. Oder wenn du so ein Samstagabendkiste, aber es wäre ein falscher Entscheid gewesen. Also irgendwann mal ist es nicht mehr klar, für was du stehst. Jeder kennt den Funkhauser, aber niemand weiß genau, was er macht. Mhm. Und die paar, die mich kennen, die wissen genau, was ich mache und was ich vor allem nicht mache. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich nicht lassen verleiten von kurzfristiger, weiss doch auch nicht, Famosität. Ja, ja. Ich nenne es immer die Wellenbewegungen. Es gibt entweder die langsame, wo so stetig, manchmal nicht ganz stetig, aber ein bisschen offen geht, ja, manchmal ein bisschen runter und sie bleibt in so einem schönen Mittelfeld. Und dann gibt es die Spikes, wo wirklich, da kannst du vielleicht für, ich weiß noch, du hast vorhin The Voice erwähnt, weil du dort in der Jury gewesen bist, ich weiß noch, wo DSDS gekommen ist. Ja. Die ersten paar Wochen DSDS
sind die Menschen, die dort auftreten sind. Famous. Aber gone. So etwas von famous. Ja. Aber wirklich keine Ecke, wo nicht irgendjemand die angequatscht hat und kreischt und was ja. weiß ich. Und jetzt, ich habe das Glück damals, ich könnte dir, glaube ich, keinen einzigen Namen mehr sagen. Ja. Und Dieter. Dieter Bohlen, ja. Aber das ist ja nicht auftreten. Der wäre auch nicht weitergekommen. Ja, das ist, aber das ist natürlich der, was jedes Jahr in der Jury gemacht hat. Der hat hier bei Buku Money. Nehme ich an. Und seine wüste Kleidermarke. Natürlich auch noch können. Kleidermarke und Songs, die er eh schon fix unter Vertrag dann bei sich gehabt hat. So, es gibt immer ein paar, die profitieren. Ja, das ist so. Natürlich. Und ich denke, die Spikes sehe ich auch nicht als etwas Gesundes. So. Also vielleicht hast du eben nie, dass jemand am Ecken jetzt schreit, ah! Aber das brauchst du auch nicht. Ist auch so passiert. Dir sicher? Ja, ja, aber ich nicht. Aber es nicht, wirklich nicht. Nein, also Nein. Also ich hatte vorhin so. Bei der Begrüßung habe ich schon zum Auto geschraubt. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht machst du dich erinnern, dass ich hatte es noch ziemlich präsent. Anfangs Nullerjahr hat ein Mädchen aus der Ostschweiz, die hat Carmen Fenk geheissen. Musicstar? Ja. Yeah. Das war Musicstar, ja. Yeah. Und das hat also in ein paar Wochen, das hat mich dann fasziniert, in ein paar Wochen ist der Name Carmen mindestens so Haushalt gewesen wie Polo. Wenn man von Polo hat geredet, hat man gewusst, man hat von Polo Hofer. Ja. Yeah. Oder von Bühne. Ja. Yeah. Oder von Carmen. Mhm. Und wenige Wochen später, wenn ich mich erinnere, hat die Sonntagszeitung ihr erstes Album einfach dermassen verschrissen, wenn man mir das dann geschrieben hat. Was mich, hat mich so grusig gedacht, dann einfach das junge Mädchen, das ja nicht genau weiss, auf was sie sich da einlässt. Yeah. Und einfach die Presse macht dermassen mit und macht ihre Zahlen und Umsätze und dann zum Glück noch nicht so Klicks, das hat man dann glaube ich noch nicht, schon ein bisschen, aber noch nicht so dumm wie heute. Und das nächste, du weißt, kommt ein Album, das ich nie habe gehört, also ich tue mir da kein Urteil bilden. Und es war dermassen verriss und wenige Wochen später höre ich, dass in Bern im Bierhübeli ein Konzert abgesagt ist, weil nur 11 Vorverkäufe sind. Also jetzt musst du dir das mal vorstellen, was das macht mit jemandem. Und was es vor allem mit der Öffentlichkeit macht. Also du kannst jetzt, was ich sage, Bühne, Roger, Polo, Carmen. Aber kein Mensch kommt durch ein Konzert. Yeah. Jeder und jeder kennt dich. And nobody gives a shit. Yeah. Oder das ist noch viel schlimmer. Yeah. Und in meiner Zeit bei The Voice ist einfach Berufsziel berühmt sein. Findest du auch die Leute, die bei The Voice mitgemacht haben? Dem Fall? Ja, natürlich. Yeah. Also viel. Einfach Berufsziel berühmt sein. Und jetzt wird das mit dieser ganzen Social Media, wo ich mich einfach je länger, je mehr draus geklickt habe, nicht, weil es mich nicht interessiert, also das auch, aber ich komme schlicht und einfach nicht raus. Irgendwo drauf drücken, mein Instagram, wo man ja nicht dürft Gram sagen, oder schon nur das, da kennt man ja schon, das sind wie die, die früher am Handy haben, die Antenne ausgezogen. Habe ich gemacht in den 90er Jahren, da hat mein 13-jähriger Götti-Bub gesagt, wenn du noch ein ist neben mir eine Antenne aus dem Handy rausziehst. Wir haben niemand in die Nähe. Das ist so peinlich, Onkel. Weißt du, das Motorola. Ist das? Ja, ist okay. Also, so ein Jurassic Park Funk. Genau, das ist ungefähr das gleiche, wie wenn man Instagram sieht. Also ich mache das auf und denke, wer ist jetzt das da? Aha, ja, dann drücke ich drauf und dann passiert schon irgendetwas, dann klicke ich es wieder zu. Aber was ich meine, ist jetzt eigentlich die Intensität von was das mit jungen Leuten einfach die Auswirkung, also was man alles von aufgespritzten Lippen bis zu Brasilbutt und was man alles muss machen heute für überhaupt irgendwie. Ah, klar, jetzt gibt es ja Filter. Das ist ja jetzt noch praktisch. Du musst ja die Lippen nicht mehr aufspritzen, musst du nur durch Filter schauen, hier hinten Fisch. Oder, das finde ich schon recht verheerend. Und eben einfach diesen Trends nachspringen, verliere mich gerade ein bisschen, aber ja, dort sind wir da irgendwie, dort sind wir ein bisschen gewesen. Für mich ist einfach ein Trost, und das sage ich gerne etwa mal, wenn wir dann, oder nicht Trost, nein, eigentlich, die Wahrheit ist, dass
die, die heute 18 sind, in 30 Jahren hängen die Viertel noch. Weißt, also das ist alles, es wiederholt sich alles. Yeah. Also das ist einfach, umso mehr, dass die ganzen gemachten Viertel und Brüste und Lippen, die hängen dann noch viel mehr, das kommt dann noch dazu. Also, du musst dann immer auffrischen. Das ist so. Ja, aber du hast vorher gesagt, die dich kennen, eben die wissen, für was Philipp Pfannkuser steht. So. Und ich glaube, das ist ein grosser Vorteil an der heutigen Zeit, wo es gibt gar nicht mehr eben die Masse. Es gibt, eben vielleicht für kurze Wochen, für ein paar Wochen gibt es vielleicht so kurze Spikes, wo irgendwie alle kriegen etwas mit. Ja. Aber früher haben, keine Ahnung. Michael Jackson, Prince. Genau. In der Schweiz 1,5 Millionen Menschen Fernsehen geschaut und, und davon 1,2 Millionen das Gleiche. Ja. Das heisst, am nächsten Tag haben auch die, die es nicht gesehen haben, irgendwie mitgekriegt, weil die anderen über das geschwätzt haben. Also es ist dann so, es hat so das gegeben und es hat das gegeben, aber nicht wie heutzutage, wo eben, ich kann Namen hören von jemandem, der weiss nicht, wie viele Millionen Follower hat, auf Instagram. Graham? Kenne ich nicht, aber kenne Millionen und sind völlig begeistert. Ja. Ich kenne dafür, keine Ahnung, irgendeine Stand-Up-Comedian aus England, wo mich wahrscheinlich erstarren lassen, wenn ich den würde kennenlernen, was aber sonst 99 Menschen nicht kennen und so weiter und so fort. Ja. Das hat sich extrem segmentiert. Das ist alles Mikrokosme. Genau. Ja, das ist unglaublich. Und das ist aber wieder ein Vorteil, weil wenn du dann bei dir sind es nicht wenig, aber ja, wenn du einen gewissen Teil von Menschen hast, die genau wissen, was du machst und genau wissen, für was du stehst, dann sind die auch wirklich dabei. Ja, die bleiben da auch. Ja. Ich glaube, die bleiben da auf der einen Seite. Und was natürlich auch noch gerade ein kleiner Vorteil ist, ist natürlich so, die Art von Musik ist vielleicht fälschlicherweise, oder? Man hat das Gefühl, als junger Mensch kann man kein Blues singen, aber der Robert Johnson ist mit 28 ermordet worden. Also der ist irgendwie, das war ein junger Gil gewesen. Das ist nicht ein alter zahnloser Mississippi Delta Gitarrist gewesen. Aber irgendwo gibt es so die Leute sagen, Blues ist wie Rotwein, wird immer besser mit dem Alter. Das stimmt nicht nur. Mhm. Aber ich habe mir mit 10, wo der Mick Jagger schon ist 90 war, quasi damals, hat mir das Gefühl gehabt, Rockmusiker wird nie älter als 25. Yeah. Das hat mir mein Bruder dann gesagt. Das sind da uns schon, glaube ich, 20 Jahre zusammen gewesen. Die gehen gegen die 80er. Yeah. Also, das muss man sich vorstellen, oder? Das ist zwischendurch auch ein bisschen leicht peinlich, aber bei einem Bluesmusiker ist das wie nicht peinlich, ist das wie okay. Mhm. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nicht peinlicher werde. Ja, das denke ich auch nicht. Ja, das wissen wir nicht. Wir treffen sie 30 Jahre wieder. Ja, weißt schon, well, ja, geil. Okay. Nein, aber mein Vater hat mir erzählt, er hat einen Stones-Ausschnitt gesehen jetzt vom letzten Konzert. Und ja, jetzt hat es so ein bisschen peinliche Momente. Grauenhaft. Weil es einfach nur noch Persiflagen sind. Ja, aber ich verstehe es. Wir haben die Gielen auf die Bühne Musik machen. Yeah. Und der Keith Richards sieht da jetzt mit was? 71 besser aus, als er mit 30 hat ausgegeben. Das ist ja auch verrückt. Das stimmt. Yeah. Und ich verstehe es. Oder? Jeder will, ja, ich weiß einfach nicht, wie der Britney Spears, gut, man sieht es jetzt bei Madonna, wie sie aussieht. Muss das noch sein. Yeah. Das hat natürlich Marlene Dietrich hat das wunderbar gemacht. Die hat sich irgendwann einmal zurückgezogen und die letzten 40 Jahre von ihrem Leben hast du sie nicht mehr dürfen sehen. Yeah. Hat sie sich versteckt. Gut, aber so ist zurückgekommen. Oh, toll. ich sehe extrem viele Parallelen. Also sehe ich sowieso immer bei der Musik und der Comedy, aber du hast vorher mal gesagt, mit 11 hast du gewusst, du willst Bluesmusiker werden. Und ich behaupte, mit 12 habe ich gewusst, dass ich Stand-Up-Comedian will werden. Siehst du? So, und ich glaube, eben das ist dann auch nochmal so ein entscheidender Faktor, wenn man es früher weiss, und zwar nicht wie, was ich vorher gesagt habe, keine Ahnung, Basketballspieler, habe ich mal gesagt. Und so. Ja. So, irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, das weiss ich jetzt. Das will ich werden.
Und ich glaub, das, oder das bist du eben. Eben, weil es wie deine für dich selber Bestimmung ist. So. Das ist bei dir gesehen, weil du hast eine Gitarre in die Hand genommen und dann hast du irgendwie... Ja, es war ein bisschen umgekehrt gewesen. Eigentlich war es der Versuch von meinem... Ich habe zwei Brüder, der ältere und der mittlere. Also der ältere ist 10 Jahre älter als ich, der mittlere ist 9 Jahre älter. Und die sind... Vor allem der Christoph, also der Mittler, der war sehr eigentlich musikaffin gewesen in den 70er Jahren und hat natürlich durch seinen Jahrgang 55, also noch ein bisschen am Rand Woodstock mitbekommen, also die Santana und Janis Joplin, Hendrix. Und das habe ich nicht mitbekommen und mein Ding war The Sweet und Bay City Rollers und das habe ich nachher immer sehr laut mit meinem Plattenspieler in meinem Zimmerli habe ich die Musik gehört und er hat das ganz grässlich gefunden und hat nachher den Versuch unternommen, mehr auf eine Musik quasi in eine Musikrichtung können zu drücken, wo er dann auch ein bisschen mehr Ruhe hat und nicht mehr Sweet müsste hören. Aber Sweet finde ich zum Beispiel auch geil. Ja, wenn man es aus der meine Mutter mal gesagt und niemand von denen ist je im Studio gewesen, das sind alle Studiomusiker, hat mich so hässig gemacht. Die gesagt, da kann gar niemand spielen, die sehen nur schön aus. Und nachher habe ich also tatsächlich einen LP bekommen vom Sonny Land Slim, das ist ein Pianist aus Chicago, der hat wahnsinnig intensiv so die Blues gespielt. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, das ist mir, so fließt mein Blut, sage ich immer. Oder so. Das ist irgendwie einfach, das ist mein Rhythmus. Und habe tatsächlich den ganzen Pop-Hubbis eigentlich begraben. Und fortan. Und da bin ich 11 gewesen, da habe ich gewusst, das wollte ich machen. Und das Problem war nachher, dass ich natürlich weder aus Chicago bin, noch schwarz, noch irgendwie besonders lässiger war. Oder? Als Bluesmusiker muss eigentlich ein lässiger sein. Und da habe ich manches Jahr darunter gelitten. Ja, aber gell, natürlich. Aber ich habe auch so mit 20, weißt du, also die ersten Musiker, die ich kennengelernt habe, die haben auch irgendetwas Lässiges gehabt. Entweder ein Piercing in der Nase oder in Lippen oder ein Bärtli. Oder irgendetwas, die einfach ausgeben wie ein Buchhalter. Weißt du? Und so die. Es gibt ja Leute, die du von weitem ansehst, das sind Musiker. Ja. Wäre ich gerne noch gewesen. Yeah. Es alle zusammen. So. Und ich war einfach so ein Unlässiger. Weißt du, ich sehe mit einem Jäckchen an und gewissen miteinander. Und ich wäre eigentlich auch lieber so oder so. Yeah. So. Und das hat sich jetzt durch die fallenden Tränensäcke, heute ist das auch ein lässiger. Aber, ja, ich hätte gerade so gut können Buchhalter bei der Novartis sein. Und da habe ich schon darunter. Das ist eben nicht etwas, was du kannst wie ändern. Oder hätte jetzt schon können, irgendwie eine Lederkappe anlegen können. Aber das merkst du ja nachher. Ich sagen, weißt, das ist nicht einfach ein Bullshit so machen, oder? Weißt du? Bringe ich nicht mehr her. Ja, könntest. Nein, ich könnte nicht. Könntest du mal erklären. Ja, schon. Nein, aber dort sehe ich dann die nächste Parallele, weil wo ich gesagt habe, ich will Komiker werden, hat es geheißen, es gibt es eigentlich nicht. Es gibt zwei Komiker in der Schweiz und that's it. Und das ist der Emil? Dort ist gesehen, Emil. Und Franz Holler. Peach Weber, ist mir gesagt worden. Ja, so. Ja, das könnte ich noch lassen. Oder? Und das war's. Ja. Fertig. Ja. Eben, warum so mehr? Eben, das habe ich auch als Chance gesehen. Natürlich. Aber es ist genau das, oder? wer in der Schweiz hat irgendwie groß gesagt, ich will Bluesmusiker werden? Nein, ja, schon niemand. Und eigentlich bis zu dem Tag, es gibt auch nicht wirklich viele. Ich bin jetzt gerade an einem jungen Mann dran, den ich seit über 10 Jahren kenne, der Luki Wüterich, der lustigerweise so aus Thun ist und auch gebürtig, also beheimatet der Emmentaler. Den hast du in die Label aufgenommen? Mhm. Ja, und produziert und die Scheibe kommt jetzt oder die Platte kommt jetzt, das Album, stell dir vor, das Album. Geil. Ebenfalls als Vinyl und als so Kassette. Ja, es ist eben nicht altmodisch. Nein, es ist irgendwie trendy. Das kommt jetzt am 10. Dezember raus. Da hat es so eine wunderbare Geschichte gegeben. Vor
4 Jahren haben wir am kleinen Open Air in St. Gallen gespielt, das Weyer Open Air. Und wir haben immer nach dem Konzert oftmals in unserem Souvenirläden noch Musik verkaufen. Und oder der Jünger auch immer erklären, das ist ein das Konzept von früher. Yeah. Oder das ist quasi wie ein Gipfel. Du bekommst Gipfel, ich bekomme Geld. Du bekommst meine Musik, ich bekomme Geld. So. Und das verstehen die meisten auch. Nachher sind wir dort in dem Souvenirläden, wo man glaubt, sonst langläufig haben, der Merch-Stand nennt. Ich finde, ein Souvenirläden hat einfach etwas, ein bisschen heimatlich. Darf ich das übernehmen? Souvenirläden? Yeah. Ja, klar. Also bei mir war es auch ein Souvenir-Ständli. Ständli, ja, das geht, ist, ja. Ist im Normalfall ist es eine Europalette, wo ich meine zwei T-Shirts drauf lege. Das habe ich aufgehört mit dem T-Shirt. Ich habe ja nichts anderes. Weißt du, ihr habt wenigstens noch Musik. Was kann ich? Hallo, Chris Rock CD, hast du nie? Doch, du kannst doch. Das funktioniert nicht mehr, weil bei uns sind, also meine Programme sind auf YouTube. Okay. Meine alten. Und dort verdienst du pro Klick? Nein, nichts. Aber ich hoffe, weil ich eben auch sehr klassisch denke, ich hoffe, dass die Menschen effektiv live kommen schauen. Das ist für mich das Wichtige. Warum sollten sie noch live kommen, weil sie es auf YouTube schon gesehen haben? Weil das alte Programm ist. Aber das neue ist der Shit. Der Shit. Absolut. Ja, das kann eine Strategie sein. Ich weiß nicht, ob es aufgeht. Aber hast du das Management, oder das... Managed? Ich habe einen Booker. Management habe ich nicht mehr. Okay. Das mache ich selber. Ja. Also heute auf alle sind wir an dem Souvenirläden und da tut mein Manager, Sabine Ziegler, hat verkauft und die sitzen daneben und dann sind wirklich zwei Nerds gekommen. Also so 19-jährige Bubis mit so Frisürli und Brüllen. Einfach so von, weißt du, und die Äckli vom Grossvater oder das Ledige, die Schüli und so. Ja, Fankhausen, sie haben ja Kassettli. Und er sagt, ja klar, haben wir Kassettli. Ja, das ist hure hip. Sag ich dir, zu mir alten Leute. Sag was, wir haben ja Kassettenkettli gekauft, gestern. Aber wir haben keine Kassettli. So, ich lüge dich nicht an. Sicher. Nein, die aus ihren Nerdportmodellen 20 Franken für geknüppelt. und sie mit dem Kassettchen über die Wiese hingesprungen. Ich habe noch hinten nachgeschlagen, sie sollen den Kopf noch putzen und etwas einen Bleistift zur Hand haben. Das hat mich wahnsinnig berührt, dass er dir wirklich nicht gesagt hat, der alte Löli hat noch Kassettchen. So, yeah. Sie sind hure hip. Das ist jetzt für dich die Entdeckung. Yeah. Ich habe einen lieben Freund, der 70 geworden ist, am Samstag, habe ich aus einem Online-Walkman-Shop Sony WM-DD2 1982 Sony Walkman im Metallgehäuse geschenkt. Oh. Der ist zusammengebrochen. Das ist doch schon geil. Wer hat noch Walkman heute? Das ist irgendwie, ist das lässig. Das ist ja beim Discman mühsam gewesen. Mit dem, bis das Anti-Shock gekommen ist. Ja, das ist so. Hast du dann, es ist ja dann gleich klobig gesehen. Ja, aber das ist bei Kassette am ersten Walkman ist es auch so gewesen. Also, der hat auch das Anti-Rolling nicht gehabt. Ja, ja. Einfach das Tolle, was ich damit sagen will, ist das Tolle an so Sachen wie Kassette oder einem Walkman oder ein LP. Ist einfach, es tüdelt dir nichts zwischendrin. Mhm. Also du lässt den Kopfhörer an und es tönt und es gibt keine Volumenabsenkung, weil jetzt irgendjemand ein WhatsApp schickt. Ja. Irgendeine Werbung oder irgendeine Facebook-Notification. Sagt man noch Facebook? Oder ist es nur Face? Nein, Meta. Meta? Ja. Die Meta, du. Ja, sie wird jetzt der Metaverse. Nee, du. Ja, ja. Ganz, ganz verreckt. Der Zuckerberg will irgendwie so eine... Der will eigentlich die Matrix erschaffen. Okay. So eine komplett virtuelle Welt, wo Meta. Hoffentlich die Nerds mit der Kassette nicht reingehen. Da bin ich froh, bin ich nur mit deinem Alter. Ich will auch lang gehen, wenn ihr mit dem Bullshit rumschlagen. Apropos Bullshit, das ist ja lustig. Das ist ja ein Booster. Das ist ja ein Verstärker, oder? Das boostet. Und jetzt tut die Welt boostern. Yeah. Das muss man sich vorstellen. Yeah. Also überall, offiziell SRF, wie sie alle hören, ist alles boostern. Yeah. Ja, es geht nicht die dritte... Sind die wahnsinnig geworden? Es ist nicht die dritte Impfung, es ist boostern. Boostern, ja. Wobei, die dritte Impfung und der Boost ist etwas anderes. Yeah. Also ich hatte eine dritte Impfung, weil ich Vorerkrankungen habe. Und ein Boost ist, glaube ich, lediglich einfach für eben einen Boost. Zum Boostern.
So eine kleine. So eine ja, also wir haben also die deutsche Sprache entwickelt, manchmal schon Boostern. Ja. Boostern. Wird wahrscheinlich Boostern. Das Wort des Jahres. Boosteren. Ja. Boostererin. Also so viel, eben so, ja, ich glaube mir halt einfach, und ich merke einfach, viele Leute, und darum hat vielleicht eben auch die LP wieder Erfolg, weil einfach der Irrsinn von mehr, schneller, günstiger, geht es geil, komm, wir gehen nach Konstanz, gehen einkaufen und hü, und das ist ja so ein Wahnsinn, du musst dir vorstellen, damals, wo der Euro, die, was um die Grenze aufgegangen ist, das ist nicht so lange her, das ist ein paar Jahre her, hat die SBB, also der Staat Schweiz, hat die Leute durch die Hauptbahnhöfe, also teuer vermieteten Läden, dem Schweizer Detailhandel, in Sonderzüge gepackt, um nach Konstanz einzukaufen. Dass sie nicht noch die Taschen wieder eingepackt und sie wieder zurückgefahren. Aber das musst du dir mal vorstellen. Also, das Land Schweiz tut die geizesgeil Menschen. Und ich bin nicht gegen die, die sagen, ich mag das nicht im Coop oder für mich und dich oder wie die Leute alle heissen, gehen einzukaufen. Aber jetzt musst du dir vorstellen, was ist das für ein Gefühl, wenn du für Tausende von Franken Bahnhof Passage Bern einen Laden gemietet hast und jetzt kommen da Hunderte von Leuten, die mit Sonderzügen nach Konstanz gekarrelt werden. Oder wohin auch immer, bei euch ist ja glaube ich bei uns Basel macht man das ja, kann man das jetzt mit dem Tram direkt oder richtig, nicht? Die Basler Verkehrsbetriebe irgendwann das Tram erweitert, dass man direkt über die Grenze vor das Shopping Center steht. Ja, und der Schweizer Detailhandel kann richtig. Schön. Ja, das finde ich auch faszinierend. Ja. Darum ich sage, wenn der Meta angesagt ist und du 70 bist, auch wie lang gehen. Dann möchte ich selber schauen. Wo ich auch noch eine Parallele sehe, vor allem wenn du jetzt sagst, I'll be long gone, wie du vorher gesagt hast, das ist eine Musik mit klar amerikanischem Ursprung. Mhm. Und du hockst in der Schweiz und eben sagst, ich will das machen, du fährst das irgendwie an und es wird stetig grösser und grösser. Und irgendwann ist das Highlight von deinem Leben, dass du in diesem Podcast hier zu Gast bist. Und trotzdem gibt es die klare Verbindung zu den USA, weil dort der Ursprung ist. Und ich weiss noch, das Gefühl für mich, als ich zum ersten Mal in Los Angeles in Comedy Store reingelaufen bin, dort ist bei mir so viel passiert, weil einfach so, weil ich dann für mich die ganze Geschichte gespürt habe und eben die Bilder gesehen und dort, also da passiert wahnsinnig viel. Und wie ist das für dich gesehen, wo du zum ersten Mal dann auf, was ist für dich gesehen, so das Eindrücklichste, keine Ahnung, das erste Mal auf Chicago bist oder Louisiana oder Mississippi, hat das etwas in dir gemacht oder ist es so gesehen? Ja, da bin ich ja eigentlich daheim. Also ich muss dich, glaube ich, als erstes mal korrigieren, wenn mich nicht täuscht, ist der Comedy Store in the City of West Hollywood. Oh! Oder? Hat mit Los Angeles nichts zu tun. Oder wie man gerne und oft in der Schweiz sagt, Los Angeles. Los Angeles. Nein, ist so, in West Hollywood. West Hollywood. Absolut, Sunset Boulevard. Ich war das erste Mal in den USA vor, dann hat es Pan Am noch gegeben. Ja, so lange ist das her, yes, es geht. wenn ist der furchtbare Absturz über Schottland im 88, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche. Hörst du tippen? Der Christoph tippt schon um. Lockerbie, ja. Und ich bin zuerst mal 1987, bin ich von Zürich aus Margie Evans besuchen, liebe Freundin und wunderbare Sängerin aus Louisiana, und die hat in Los Angeles, Greater Los Angeles, ich weiß jetzt gerade die Stadt nicht mehr, sie ist in Glendale, glaube ich, gelebt, und ich habe den Pan Am Flug verwürzt ab Zürich bis Chicago. Die letzten vier Sitze waren übrigens noch Raucher gewesen. Wirklich? Ja, das war herrlich. Es ist aber immer alle hinter gehen auch. Und der Captain hat immer gesagt, du musst führen.
Da ist dann, glaube ich, die Regel gekommen, dass man hat müssen sitzen, dass man kann rauchen. Da hat man halt ja dann an etwa den Sitzplatz gegeben. So, und hat man so raschiert. Sind wir in Chicago zwischengelandet und das ist dermaßen, das muss November oder Dezember gewesen sein, in dem Jahr 87. Das hat dermaßen Blizzard gehabt und geschneit und Eis, dass man einfach weiterflog, ist gecancelt gewesen. Und so bin ich eigentlich zu meiner ersten Nacht in Chicago gekommen und bin natürlich hatte versucht, mit dem Taxi ein oder anderen von diesen Clubs zu gelangen. Es hat wirklich wahnsinnig gestürmt und geschneit. Also da ist einfach so 50 cm Schnee überall, es war nicht einfach gewesen. Und das ist sehr eindrücklich, wenn du einfach plötzlich vor denen stehst, die es wirklich können. Mhm. Was das in der DNA haben. Yeah. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Darum also Comedy Store, I feel for you. Was hast du gesehen? Das ist wirklich mein Happy Place. Ich habe so ziemlich alle gesehen, bis auf den Dave Chappelle, obwohl ich im Comedy Store gesehen bin, wo er auch gesehen ist, aber er ist in einem anderen Room. Okay. Surprise auftreten. Ja. Und da bist du nicht reingekommen, oder? Nein, das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Okay. Ich bin im einen Room gesehen und habe dort zugeschaut. Ja. Also ich habe wirklich das Glück gehabt, im 15 und im 17 vor allem ist gerade so eine von den Blütezeiten gesehen, wo halt alle eben noch in L.A. gesehen sind. Ja. Jetzt sind sie auf einmal ausgewandert, sind auf Houston. Ja, berühmt dort und Verträge angenommen. Genau, und darum, es ist wirklich schneller gesagt, was ich nicht gesehen habe. Von den Menschen, die ich habe gesehen. Ja. So. Ah, toll. Also so ziemlich alles, ja. Und ich bin ja wirklich auch, ich glaube, eine Woche bin ich, glaube jeden oben gegangen. Wahnsinn. Wenn ich mal eine Woche allein gewesen bin, da bin ich auch sogar noch an die Mantix-Show, wo sie aus 50 Lösli irgendwie 8 rausziehen, die dann dürfen 5 Minuten machen. Okay. Also das sind halt wirklich auch, weißt du, Door-Leute keine Ahnung, was alles dort noch schafft, um eben hoffentlich irgendwann mal auftreten können. Es ist, die Shows an sich sind natürlich geil, aber es ist wirklich viel mehr einfach gesehen, einfach die Träumlichkeiten. Mhm. Einfach das Wissen, da ist eben wirklich alles passiert. Ja. So, das ist, glaube ich. Und ich glaube, ich bin nicht, du hast vorhin mal gesagt, esoterisch. Ich bin jetzt nicht der unglaubliche Gespürschmied-Mensch, aber ich habe schon das Gefühl, dass vor allem, wenn man sich selber damit halt eben auseinandersetzt und weiß, was dort alles passiert ist, dass das dann halt automatisch einen Trick natürlich auf die Hirne macht. Natürlich. Ja, klar. Ja, und das ist schon beeindruckend, was natürlich die Amis so als Vorteil haben in dieser Comedy, wo ich zum Teil halt so ungleich intelligenter finde als unsere, weil nämlich eigentlich die Comedy Part ist eigentlich Tragedy. Mhm. Oder von ihrem Leben und ihrem Umfeld. Ist natürlich das vor allem schwarzamerikanische Wortschatz und Wortwitz ist 60% vom. Wie sagt man? Ist 60% von der Komik, Komik-Tragik. Also da ist halt einfach, grüß euch miteinander, ich bin der Philipp Fankhäuser, ich bin jetzt komisch. Mhm. Ja, oder ist irgendwie, also da kommt der einer von meinen Lieblingen, bis ich nach Hause gefunden, dass er bei Gott ein Schwulenhasser ist. Und ein Rassist. Jetzt wird es spannend. Ja, das ist auch ganz, ganz furchtbar, weil ich halt auch geliebt. Produziert doch leider mittlerweile, also ist schon ein bisschen ältere Generation. Wie jetzt der Name nicht singen? Aus der Comedy? Hm? Aus der Comedy? Mhm. Produziert Kleider? Mhm. Also Ami? Mhm. Gut, war schlimm, schlimmer schwuler Hasser und Rassist ist anscheinend ist der Tim Allen. Das weiß ich mir zu schon. Ja, das der Tim Allen, oder? Yeah. Fuck him. Whoever you are, you little penis, dick, motherfucker. Tim Allen, ja. Wer ist schlechter Schauspieler, bin ich selber, oder? Also, who is Tim Allen? Tim Allen, eben. Nein, Afroamerikaner. Ja. Also, der kommt raus in Augusta, Georgia, und sagt, I'm funny.
Yeah. And if y'all don't think I'm funny, y'all's ass is retard. Das kannst du auf Deutsch nicht bringen. Yeah, yeah. Also das funktioniert wie nicht. Und die Leute sind schon auf Holz. Also meinst du jetzt doch den Chappelle? Nein, der ist, glaube ich, auch noch nicht ganz sauber. Nein, ich musste lesen, der ist wirklich ganz. Also, der ist natürlich jemand wie ein Chris Rock, bevor er sich hat, vom Big Business reinnehmen. Ja. Ist natürlich der so. Chris Rock hat vor allem eins der allerbesten Specials ever gemacht: Kill the Pain. Heißt. Kill the Pain? Ich glaube, es heißt Kill the Pain. Das ist. Nicht Kill the Nigger. du hast es jetzt gesagt. Ja, also. Es ist ja nur ein Podcast. wie heisst das? Ach Gott, das ist ja gleich. Auf jeden Fall. Also, jetzt musst du vorstellen, jetzt kommst du auf die Bühne und sagst, klar, wir haben ja gewisse Wortwitze, aber, yeah, yeah. aber eigentlich nicht so. Also Baseldeutsch ist eigentlich nicht so witzig. oder? Also Berndeutsch ist schon witziger, oder nicht? Dann gehen sie links Treppen ab, dann kriegen Stegen. Nicht Treppen. Nicht Treppen, Stegen. Stegen. Das ist ein Stegen. Die Treppe ist Deutsch. Ein Buschi. Ein Buschi? Richtig. Ein Buschi. Stell dir das mal vor. Hey, das ist ein von der, nicht erste, aber ein von den Jokes, die ich gemacht habe, wo dann, ich glaube, der Deville ist gesehen, der ist mit mir auftreten. Und ich so, boah, irgendwie die Nummer hat nicht so funktioniert. Und er so, von was redest du dort? Und ich so, was? Redet auch Baseldeutsch? Nein, eben nicht. Und ich so, ja, von Busch, was ist das? Ich so, Babys. Und dann, aha! Das hat einfach niemand gecheckt. Wir sind, glaube ich, in Luzern gesehen oder so. Das hat einfach niemand den Begriff kennt. Aber eben, siehst du, da ist ja das Publikum dumm, nicht du. Und das ist ja genau das, was... Ich bin dumm. Ich sage etwas, das ist genau das, was der andere sagt. I'm funny. And if you don't get it, your ass is retarded. Und das können wir schon gar nicht, weil der läuft die Hälfte mal schon davon. Das ist ja frech, sicher, das fällt dem eigentlich ein. Der Punkt ist, dass in dem Fall Buschi nicht ein wichtiges Wort ist von der Wahl her, aber das Subjekt Buschi, Baby, ist sehr wichtig. Das heisst, sonst funktioniert der Joke nicht. Das heisst, ich kann nicht sprachlich voraussetzen, dass aus meinem Dialekt jemand... Aber es ist nur als Buschi lustig, weil Baby sagst, ist es nicht mal authentisch. Doch, das ist eben der Punkt, weil Baby ist nicht der Teil vom Witz, sondern ist einfach das Subjekt. Und darum ist es gegangen. Ja. Okay. Das wird sehr technisch jetzt gerade. Ist das aber, nicht, das ist doch das Ding mit dem Kinderwagen auf der Rheinbrücke, wo Frau Sarasin zur Frau sagt, das ist aber ein schmucks Buschi, Valenzi-Fegel. Das ist sein. Das ist doch traumhaft. Genau, das ist Schmucksbuschi. Ja, aber darum, für die Geschichte, die ich dort erzähle, ist nicht wichtig, dass ich Buschi sage. Ah gut. Es ist nicht Teil vom Wortwitz. Du passest dir aber an, in dem Sinn. In dem Fall schon, klar. Weil ich will ja, dass die Leute eben zumindest verstehen, was ich will sagen. Wenn sie dann den Witz nicht verstehen an sich, dann ist es auch ihr Problem. Ja. Und siehst du, das hast du jetzt, oder, für offen auf den Comedy Store zurückzukommen, das hast du jetzt natürlich in der African-American Community hast das Problem nie. Ja. Oder du hast eigentlich, du musst dir mal vorstellen, du hast zwischen Basel und Luzern eine Sprachgrenze. Ja! Oder, jetzt funktioniert die Stand-up nicht, weil Luzern noch nie die Einfältigkeit noch nie haben Buschi gehört. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so. Das finde ich auch das Faszinierende an Comedy in der Schweiz. Also es war, wie gesagt, du hast ja jetzt sogar Mundart mal gesungen. Aber das war ja, wie gesagt, wenn du dann eben entschieden hättest, ich mache Blues, aber ich mache nur auf Mundart Blues. Ja, das hat der Klaus Friedli in den 70er Jahren gemacht. Yeah. Wo noch Menge vor mir hat Blues gesungen. Aber Bluesmusik funktioniert für mich irgendwie nicht als «Oh, ich bin so traurig, oh nein, ich weiß es nicht, das denke ich, es funktioniert nicht. Für mich ist es immer, oder das ist auf der einen Seite ist es auch immer eine Frage vom, da sind wir eigentlich ganz an einem ähnlichen Ort, auf der einen Seite ist das die ganze afroamerikanische Erbe, die ganze Kultur, wo man eigentlich gar kein Recht hat, das anzulängen. Das nächste Mal, wenn ich irgendwo über ein Baumwollfeld singe, muss man mich ab der Bühne abholen, weil ich habe noch nie einen Baum gepflückt oder gepflanzt.
Also muss man irgendwie versuchen, das auf sich selber und auf die eigenen Gegebenheiten zu übersetzen. Mhm. Also mein Weltschmerz und mein Seelenschmerz ist und meine Lust und was auch immer, sie ja eigentlich, da hat jeder seine eigenen. Das ist nicht limitiert auf Mississippi und Louisiana und Segregation. Aber diese Probleme habe ich ja nicht. Ausser, dass man, die Probleme habe ich nicht. Also, darum, was du vorhin gesagt hast, ich mache mir über nichts Sorgen. Das ist auch nur, weil wir in diesem fantastischen Land hier leben. Ja, yeah, ja. Yeah. Da darf ich eigentlich auch nicht drüber singen. Also, ich darf ja jetzt nicht über die täglichen Probleme von einem Afroamerikaner singen. Nein, das auf, über meine Sachen. Und das machen natürlich ein paar von meinen Kollegen schon so aus lauter Begeisterung für die Bluesmusik oder aus lauter Begeisterung oder aus lauter Fansein. Ja. Gehen die halt auf die Bühne und singen «Ist doch alle da, I'm from Mississippi». Ja. Das ist dann irgendwie... Ja. Aber weisse Socken und am Ende wieder in die Versicherung arbeiten kann. Das geht dann wie auch nicht. Also es muss schon irgendwie so ein bisschen authentisch sein. Ja. Ja, ich glaub, du musst mindestens eine Woche selbst morgen dran kommen, sonst kannst du bloß nicht singen. Ich kann es nicht so ausdrücken, aber ich glaube schon, dass Blues ja extrem fest mit eben Authentizität zusammenhängt. Das ist eigentlich alles. Du kannst nicht. Ja. Muss authentisch sein, für das es irgendetwas wert ist, oder nicht? Das ist die Frage, was heisst wert sein? Also, für dich selber? Ja, für einen selber, auf jeden Fall. Sehe ich also. Ja. Aber wir haben vorher noch schnell, bevor wir anfangen aufnehmen, haben wir es ein bisschen vor. Also du hast von der Schlagernacht erzählt. Schlagernacht. Wobei ich so etwas als Zuschauer ja schon noch gern erlebe, so punktuell. Liegt die Gesichter. So hat meine Freundin auch geschaut, wo wir mal auf die andere Rieu-Gala gefallen sind. Yes. Ja. Wirklich? Gesagt, da könnte ich mich jetzt wohlfühlen. Also da gehst du in die tiefsten... Ja, und zwar einfach weil ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach die Frage ist, sich auf etwas einzulassen oder nicht. Das ist alles. Das heisst nicht, dass ich das privat toll finde, das heißt nicht, dass ich jemals eine CD von André Rieu kaufe. Du hast die ganze Sammlung zu. Playlist. Aber wenn der David Hasselhoff in einem Smoking im Kit von Knight Rider auf die Bühne fährt und danach hat eine Schunkelversion von I've Been Looking for Freedom. Mit 90, oder? Richtig. Dann hat es mich halt einfach schnell für die 2 Minuten. Und dann muss ich sagen, geil. Und da war ich jetzt auch in Maastricht gesehen mit ein paar Bier im Grind. Ja, gut, aber da bist du natürlich von deinem Alter oder für mich ist das schon ein Erledigung gewesen, wo das ja dann 1:1 gelaufen ist. Die Serie, wie hat das geheißen? Knight Rider und nachher Baywatch. Nein, Baywatch und dann ist mein Auge immer noch jemand anders gewesen. Also, da habe ich gar nicht. Da hast du dort auch dabei gewesen, ja? Ja. Aber Knight Rider ist natürlich. Das ist ja. kompletter Schwachsinn. Aber ich habe jetzt auch gerade wieder in der letzten wieder Drei Engel für Charlie geschaut. Wirklich? Aber das Original aus den 70ern. Und vor nicht allzu langer Zeit ist auch die Schwarzwaldklinik wiedergekommen. Oh. Und was faszinierend ist an diesen Sendungen, es hat kein Handy. Es läuft niemand. Ja. Sondern jemand ist in Zürich und telefoniert mit München und sagt, der und der ist gestorben. Was? Und nicht, wir wissen es schon. Und dort kommen sie auch immer zu jemandem heim vorbei, um etwas zu erzählen. Ja, oh, das immer ist, überraschend. Genau, es ist nicht ein SMS. Es ist in dem Moment, läutet es und dann so, was machst denn du da? Ich muss dir jetzt etwas ganz Wichtiges erzählen. Und das passt zu der Kassette. Yeah. Columbo schaue ich immer gerne. Ich liebe Columbo, aber nur mit so Staffel 1 bis einfach dort, wo er nährt, das hat ja nicht in den 90er Jahren nochmal ein Revival gegeben. So und dann nochmal in den 0er Jahren. Aber er ist fantastisch. Yeah. Ist wirklich, du schaust Columbo. Ja, das ist ziemlich geil gesehen. Aber original. Ja. Originalton. Ja, wenn möglich. Es ist ORF hat ja, glaube ich,
ORF kann das, die Deutschen können es nicht. Hat, glaube ich, ein 100-Jahres-Abo gelöst auf Columbo-Folgen. Ja. Und die können eben Englisch, die können zwei Sprachen. Und dann habe ich immer geswitcht. Gell, wenn sich deine Zuhörer und Zuschauer sollten fragen, was da immer so rumtickelt, jetzt bin ich auch so nicht ich. Trevor! Ich zeige da schnell mein Lebenszentrum. Komm, Buben, ich schnell in die Kamera legen. Wo ist er? Oh, das ist ein schwerer Webschlag. So, das ist der Trevor. Das ist mein Lebensmittelpunkt. Ja, gemacht. Hey, Trevor! Schau mal, komm da. Oh ja. Ah, perfekt, gern. Ja, ich bin's gern. So, und jetzt dürfte da schon noch ein bisschen höckeln und ruhig sein. Oh, geht's dem Trevor noch gut? Trevor geht's ausgezeichnet. So, die schöne Sitze. Also, ein freudiger Mummentäppel. Ja, das ist ein gutes Tierli. Ja. Wie alt ist er? Er ist, sieben geworden im Oktober. Sieben. Also in der Blüte des Lebens. In der Blüte des Lebens, wie der Papa. Ja, ja, wir sind alle ein bisschen in der Blüte. Jetzt kannst du wieder ab. Ja, das tut jetzt ein bisschen viel schwer. So, dabei, weißt du, ich schaue zu ihm, dass er nicht zunimmt. Darum ist er, glaube ich, auch noch so fit. Ja, gut, aber das kann man ja... Das kann man ja eigentlich recht gut mit Hunden. Indem man halt einfach wirklich ihnen so viel gibt, wie sie sollten essen. Wenn ihr den Trevor von unten rauf anschaut. Und du schaffst eben nichts zu geben, dann bist du eine gute Person. Schaffst fast nicht. Aber ja, ich tue sein Futter abwägen und schaue, dass er nicht. Genau. Die Möpse ist immer so. Ja, ja. Und das ist nicht schön für sie selber. Nein, das ist nicht lustig. Und vor allem, ich meine, gerade bei so kleinen Hunden ist ja dann wirklich 5 oder 10 Gramm Futter mehr pro Mahlzeit, ja, ja. Ist dann ein riesen Unterschied. Das ist so. Also, er bekommt bei mir eigentlich 100 Gramm und manchmal so 107. Und ich sage, 7% mehr. Ja, aber stell dir mal vor. Stell dir mal vor, 7%. Ich habe alles nachgerechnet schon. Ja. Ich müsste etwa 800 Gramm. Wäre bei mir der Unterschied. Vor allem, dass dann auf ein Jahr gerechnet. Dann habe ich mal mit meinem Vater diskutiert, wegen irgendwie, weißt du, so, die kleinen Gutzeli, wie wir zu Basel sagen, ja. Oder? Zum Kaffee und so. Oder? Die habe ich irgendwann hab ich die einfach weggelassen. Ja. Ich gefunden habe, es ist jetzt für mich nicht. Riesig schlimm, das nicht zu essen. Aber im Umkehrschluss macht es eben viel aus, wenn du zu jedem Kaffee immer noch einen Gutzli nimmst. Das rechnet sich dann auch zusammen. Ich würde noch ein paar Mal Gutzli sagen. Ja. Das ist noch genau sein Wort. Sabine sagt da immer wieder gerne, es ist unnötig. Ja. Und ich sehe das einfach ein bisschen anders, leider. Leider sehe ich es ein bisschen anders. Es hat etwas mit der Seele zu tun. Es gibt ja in so eine Quickfix. Ja, einfach, ja, schnell ein bisschen Liebe. Ja. Zack, oder wenn man sonst ja eigentlich von allen ungeliebt ist. Nein, einfach, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist irgendein Schwarze, nennen das ja in den USA, nennen die das ja Soul Food. Yes. Das Soul Food ist einfach... Ja, aber eben, also... Boah, ist das gebäckartige Zuckerding, ich sage jetzt extra nicht das andere Wort, damit der Trevor nicht gut sei. Das ist für mich jetzt nicht Soul Food. Nein, natürlich. Verglichen mit eben Soul Food in den USA. Aber es ist Nahrung irgendwie für die Seele und lässt die eigentlich vom... Nashville Hot Chicken, das ist für mich Soul Food. Ja, 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 natürlich. Es lässt dich so wie einfach weitermachen. Ja. Aber du hast schon recht, es ist grundsätzlich nichts, was es eigentlich braucht. Aber es ist fein. Das ist sowieso. So, wir hören bald auf. Was mir noch wichtig ist einerseits, du hast von der Kassette geredet. Mhm. Richtig geil. Let Life Flow, das ist das neue Album. Da muss auch ein bisschen schütteln dran, das ist einfach faszinierend. Die Eltern unter euch kennen den Ton. Sensationell. Eben, ja, und der Bleistift, der ist erwähnt, der hilft auch immer. Und Let Life Flow ist sehr passend zu Feel Good Podcast, weil bei dir ist ja so gesehen, dass du gefunden hast, man muss einfach akzeptieren, wie es ist, und man kann nicht immer alles kontrollieren und immer alles steuern.
Ja, was eigentlich eben gar nicht unbedingt zu mir passt. Also ich muss sagen, ich bin natürlich eigentlich fürchterlicher so ein Control-Freak. Das kenne ich sehr gut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich viel, wo ich früher wirklich anal war, wo mir wahnsinnig wichtig war, lasse ich heute einfach, weil wenn ich immer noch alles genau so will, überblicken und kontrollieren, wie das ich eigentlich will, dann wäre ich, glaube ich, unglücklich. Ja. Also weißt du, im Sinne von, irgendwie einfach gemerkt, gewisses Zeug muss einfach wie gehen. Ja. Also, als ich mit 25 in einen Stau reingefahren bin, ich konnte döberlen in meinem Auto wie verrückt. Und heute ist es einfach... Ist jetzt ein bisschen ein buddhistischer Ansatz, oder? Ja, einfach... Oft akzeptieren, man kann sich nicht ändern. Ja, das, glaube das, was man kann ändern versuchen und das, was man nicht kann ändern, einfach nehmen und go with the flow, let life flow. Ich glaube schon, ja. Wo du das erkannt hast, ist da ab dann quasi besser gegangen? Ja, das kann man jetzt natürlich, wenn man wieder zurück zum Positiv kommt, kann man das natürlich so anschauen. Und ich kann sagen, man geht da teilweise so ein bisschen auf. Denk du ein bisschen auch um Käse und Brot. Eben so wie du in 30 Jahren mit Meta. Oder du denkst einfach Käse und Brot. Vedano Loro ist, schaut selber. Das hat mich eigentlich so ein bisschen fasziniert an meinem Bärselig. Der ist 1999 gestorben. Der hat, wenn ich mich richtig entsinne, irgendwie die letzten 20 Jahre von seinem Leben, ist es nicht bleiben stehen. Aber ich kann mich erinnern, die Einrichtung im Haus hat sich nie mehr geändert. Weißt du, es war so wie wohl gewesen, dort, wo er war. Und hat wie nicht mehr müssen. Oder eigentlich. Hast du nicht mehr im Prozess gesehen? Ja, so ein bisschen, einerseits hat man so, habe ich so ein bisschen, also wenn ich die Kids anschaue, die heute, oder weißt du, nach Katar und Dubai und alles lässig und grosse Lippen und, oder, habe ich so ein bisschen das Gefühl, eigentlich auch, weißt du, weil ich war in der Disco L'Estelle 1978, weißt du, also das Studio hat 54 Ableger in Asconas, ich war auch hip gsi. Oder? Yeah. Und nachher, wenn du das irgendwie jemandem sagst, der heute 16 ist, sagt, ich war auch hip gsi, im Fall, das peinlicher kann es nicht sein. Ja, aber du bist ja wieder hip mit der Kassette. Ja, eigentlich bin ich schon hip und trotzdem geht das Leben, das vermeintliche, tolle Leben geht so ein bisschen an ihm vorbei. Und zum Teil tut es einem ein bisschen, stinkt es einfach auf das. Ich denke, oh, thank God. Weißt du, so, muss nicht mehr. Yeah. Verpassen nichts mehr. Oder mit 20 Jahren zu gucken, verpassen irgendetwas. Oder? Ja, gell? So geht es mir schon. So ein bisschen lassen und denkst, ich dir schauen. Ja, du bist natürlich für einen 16-Jährigen, bist du, oder? Lebst du noch, oder? Darum kenne ich ein Kassettchen, weil ich weiss, das ist jetzt hip, oder? Das ist Uhure-Hip. Uhure-Hip. Ja. Ja. Das ist so geil. Zuerst hat er, glaube ich, mega gesagt, mega hip. Und er hat gesagt, wie viel ist das mega? Und hat mich blöd angeschaut. Aber also, wenn ein 18-Jähriger sagt, mega hip, kann natürlich sein, dass das auch schon wieder zurückgekommen ist. Dass man die Wörter mega und hip als Jugendliche wieder braucht. Vielleicht, ja. Weil das ist ja eigentlich, meiner Meinung nach, habe ich gedacht, ist das out. Ja. Das Wort hip oder das Wort mega? Eigentlich beides. Aber jeder sagt mega und niemand weiß, dass es mega ist. Das ist nur schlimm. Oder nicht? Also finde ich den viel schöner. Ich finde das auch geil. Und Hure finde ich super. Und logischerweise kommt das, ist das auf SRF gekommen? Kommt nicht von Hure, sondern von ungeheuerlich. Schau jetzt. Ja. Bravo. Ja. Ungeheuerlich ist viel auf dieser Welt. Definitiv. Definitiv. Man hört noch ein bisschen impfen. Das auch. Watching from the Safe Side ist auch remastered und kommt jetzt dann eben als LP auf Vinyl raus. 180 Gramm. 180, das ist aber geil. Ja. Dann hast du die volle Bandbreite. Ja. Weil das finde ich auch ein Problem bei diesen gewissen Presswerken. Wenn dann eben Plattenfirma XY sagt und jetzt dann noch die ganz hippie Band, von der machen wir auch noch eine Vinylplatte. Und dann
tönt es. Kommt so eine. Ja. Ja, ja. Dann kommt so eine Mini-Disc. Ja, ja, das ist nicht schön. Und dann tönt es wie. Wie Arsch und Zwirn. Ja, wie irgendwie auf modern gesagt, irgendwie. Was ist gesehen? 96 kbps. Oder nicht einmal 64 kbps. 64? 64,5. Ich habe keine Ahnung, von was du jetzt schon hast. Kilobyte per second. Oh. Weißt du, die Datenrate, die eben. Hat das etwas zu tun mit. Komprimierung. Okay. 320 kbps ist CD-Qualität. Und alles drunter ist schon mal schlechter. Und CD ist ja schon eine Komprimierung. Das heisst, was du eigentlich willst, ist eben verlustfrei. Und das hast du mit Vinyl. Is oder mit sehr, sehr, sehr grossen Dateien, WAV und all das Zeugs. Oder mit Kassetten natürlich. Mit Kassetten. Wenn das erste Mal los ist. Das Rauschen inklusive. Also es ist immer noch besser als MP3. Richtig. Zum Abschluss. Wir haben so ein bisschen darüber geschwätzt, aber was ich immer frage in dem Podcast am Schluss ist, was machst du spezifisch, um dich gut zu fühlen? Was ich müsste machen oder was ich mache? Was du machst, wenn du wirklich das Gefühl hast, jetzt, also wenn du merkst, jetzt will ich mich gut fühlen. Gibt es irgendeine, also klar, das kleine Schöckeli so zum... Ja, das hat den Effekt schon lange nicht mehr. Man nimmt es einfach, weil man das Gefühl hat, es bringt etwas. Also gut fühlen ist für mich natürlich immer, wie sicher für dich auch, ist auf die Bühne gehen. Yeah. Das ist für mich der ultimative Kick. Und es ist auch noch verrückt, was Adrenalin auslöst im Körper. Also was eigentlich die ganze physische Kraft auch eigentlich einfach... abprüfbar ist. Also an Tagen, wo ich überhaupt eigentlich das Gefühl habe, ich komme wieder mal richtig zum Bett aus. Im Moment, wo ich auf die Bühne gehe, macht das wie das wirklich so ein Kick. Aber sonst muss ich eigentlich nichts spezifisch machen, für mich gut zu fühlen. Ich müsste ein bisschen mehr laufen, müsste mich ein bisschen mehr bewegen, sagt der Hausarzt, müsste ein bisschen eins, dann würde ich mich auch besser fühlen. Yeah. Und ich sage immer, jawohl, ja, 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 und mache es einfach nicht so. Mhm. Aber wahrscheinlich würde ich mich besser fühlen, wenn ich würde. Ja. Aber da können wir ja dann im nächsten Podcast schauen, ob das passiert ist, und es wird wahrscheinlich nicht passieren. I'm too lazy. Okay. Aber wenn du wieder mal kommst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du es sagst im nächsten Podcast. Sehr gerne. Sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Alles Liebe, viel Erfolg. Cool. Hoffentlich treten wir auf, bis der ausgestrahlt wird. Ja, ist in Ordnung. viel gute Auftritt. Danke. Auf jeden Fall. Vielen Dank, bist du da gewesen. Merci dir. Bin großer Fan, nach wie vor. Jetzt, gleichfalls. Nach dem Podcast noch mehr. Alles. Merci. Peace. Danke, Christoph. Bis bald. Bye-bye.